Ich heiße Luisa, ich wohne momentan in Berlin. Ich studiere hier seit 1,5 Jahren jetzt und ich bin 28 Jahre alt. Es war das erste Studium und eine schöne Studentenzeit, aber irgendwie war es nicht so das, was ich vom Studium erwartet habe. Also ich bin dahin gegangen, weil ich halt in Argentinien irgendwie halt so krass neue Erfahrungen gemacht habe und mich dann gefragt habe, warum die Welt so ungerecht ist und warum Menschen auch so unterschiedliche Bilder haben von der Welt. Bin überhaupt nicht damit klargekommen, dass ich als Europäerin da so hochgestellt worden bin, weil ich 18-jähriges Mädel von der Schule, ich konnte halt gar nichts. Und die haben alle gedacht, ich kann alles, nur weil ich aus Europa komme. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden und wollte es dann irgendwie verstehen und dachte dann, dass das Philosophie und Ökonomie in Bayreuth mir da die Fragen vielleicht beantworten kann. Also dachte einfach, ja, okay, es hat irgendwie was mit Wirtschaft zu tun und mit Armut, also möchte ich Wirtschaft studieren, um das zu verstehen. Und dann habe ich aber irgendwie in Bayreuth, sitzt man halt dann in so einem Audimax mit ganz vielen Leuten und hat dann. Ja, also ich bin voll gut im Auswendiglernen, deswegen war das Studium jetzt nicht schlimm oder schwer für mich, aber ich habe halt irgendwie dabei nichts wirklich über die Welt gelernt, habe ich das Gefühl gehabt. Und deswegen wollte ich dann eigentlich gar nicht mehr studieren. Und irgendwann dachte ich mir, nachdem ich dann von der Cusanus Hochschule gehört habe, also ich wusste schon ganz lange, dass es die gibt oder dass es sie geben wird auch. Und dann dachte ich mir irgendwann, na, jetzt gibt es im Studium einfach nochmal eine zweite Chance. Vielleicht kann man ja doch irgendwo richtig studieren. Ja, und deswegen bin ich hier und man kann es tatsächlich. Hier, also ich war mal zum Schnuppern einmal da und was ich hier so toll fand, waren einfach die Menschen, als ich im Seminar da war und diese ehrlichen Gespräche und dass ich das Gefühl hatte, man kann da mit seiner ganzen Persönlichkeit irgendwie im Seminar stehen und mit allen Fragen, die man hat an die Welt. Und sonst in Bayreuth hatte ich immer so dieses Gefühl, wenn ich da Fragen gestellt habe, dann war das so, ja, ist eine interessante Frage, aber jetzt lern erstmal irgendein Modell über Armut und Ungleichheit in der Welt, sonst wirst du deine Frage nicht beantworten können. Und ich habe das Gefühl, hier kann ich irgendwie meine Frage stellen. Oder das war so auch das, was ich in dem Seminar gemerkt habe. Auch wenn ich gleichzeitig, als ich beim Schnuppern da war, mir gedacht habe, hey, die benutzen so viele Wörter, die ich einfach nicht verstehe. Teilweise habe ich überhaupt nicht verstanden, wovon die Leute geredet haben. Also was mich am meisten nervt, ist das Pendeln von Berlin. Das ist echt anstrengend. Andererseits sind es auch die produktivsten Tage für die Uni, weil ich 8 Stunden am Stück Paper lese. Und hier vor Ort, ich glaube, was mich am meisten nervt, ist so ein bisschen die Sorge um die Hochschule, weil ich merke, dass es so ein utopisches Projekt ist und ich mir denke, könnte es nicht endlich mal mehr Menschen da draußen checken, wie wichtig es ist und da irgendwie ein paar Millionen rüberwachsen lassen, damit das hier auch noch weiter existieren kann. Und ich glaube, das ist was, was mich wirklich nervt, wenn ich sehe, dass meine Professoren auch viel dafür arbeiten müssen, obwohl sie natürlich viel lieber mehr Zeit für Lehre und Forschung hätten. Also nervt mich eigentlich die Gesellschaft ganz schön arg.